Ja, wir wissen das bei Gen Z. Ja, wir haben 70% der Kaufentscheidungen werden wirklich in der Inspirationsphase getroffen. Ja, und dann wiederum mehr als 70% von dieser Inspiration findet online statt. Connecting. Hello. Hallo. Schön. David, bevor wir loslegen, schön, dass du da bist. Und ich sage das nicht als Phrase, denn wir haben sehr lange gebaggert, dass du hier auf der Bühne bist. Warum hast du so lange gewartet? Ja, ich Oh, sorry. dachte, ich heb mir das mal für einen besonderen Moment auf. Ja, und habe gesagt, wenn man sich hier auf die Bühne traut. Ja, aber für uns ist tatsächlich 2024, ich glaube, es ist ein extrem spannendes Jahr. Ja, ich denke tatsächlich, wenn wir über Fashion, E-Commerce, Lifestyle, E-Commerce nachdenken, ja, dass es tatsächlich eine ganz neue Generation davon geben wird. Ja, und dass in diesem Jahr extrem wichtige Weichen gestellt werden. Ja, und deswegen ist es für uns halt gerade einfach, ist es einfach eine spannende Phase. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in ein paar Jahren vielleicht zurückblicken und dann können wir halt sagen, so, wir haben doch auf der OMR-Bühne drüber geredet. Sehr gut. Gestern hatten wir ja Q1-Zahlen von Zalando, habt ihr vorgelegt. Ihr seid noch nicht zurück zur alten Wachstumsdynamik. Das heißt, der Druck für diese E-Commerce-Evolution ist groß. Warum müsst ihr jetzt Gefühl zeigen? Wir haben es im Video gesehen, ein sehr emotionales Video. Warum wird das Internet jetzt emotional oder warum muss es das werden? Gute Frage. Ich würde da einmal ein bisschen ausholen, ja, damit Sie verstehen, wo wir eigentlich herkommen. Ja, weil wir haben ja mit Robert zusammen das Unternehmen 2008 gegründet. Ja, und ich glaube, damals war es halt relativ simpel, weil wir einfach auf einen riesigen Trend gesetzt haben. Ja, das ganze Kaufverhalten hat sich einfach online verschoben. Ja, und mal ganz simpel, wir saßen ja da und haben zum Beispiel Suchanfragen gesehen und für Woche die Suchanfrage für Schuhe, die immer höher ging. Ja, und man muss sich vorstellen, 2008, das wäre ein ganz anderes, das Internet wäre noch ein ganz anderer Ort. Ja, das iPhone war gerade erfunden, es gab wahnsinnig viel Ramsch. Ja, und was wir dann gesagt haben, gesagt, wenn wir ein gutes Angebot, ein gutes Sortiment und gepaart mit einer starken Convenience, Zuverlässigkeit verbinden, das funktioniert. Ja, und ich glaube, so haben wir dann auch geschafft, uns einfach viel Vertrauen zu erarbeiten, ja, von Kunden und auch von den Brands, ja, weil Internet war damals ja auch nicht der beliebteste Ort für Marken. Ja, und ich glaube, das hat uns halt einfach erlaubt, deswegen aber sehr stark geprägt, einfach durch Convenience. Das hat uns erlaubt, dann einfach zu so einer großen Plattform für Fashion und Lifestyle zu werden. So, und jetzt komme ich auch zu den Emotionen, ja, weil 2024, es erinnert mich halt ein ganzes Stück an 2008. Ja, wir sehen halt wieder einen ziemlichen Shift im Kaufverhalten. Ja, und wenn man sich anschaut, bis 2028, ja, ist über die Hälfte der Bevölkerung ist Gen Z oder Millennials. Ja, und okay, dass Leute älter werden und neue Generationen übernehmen, ist jetzt keine Weisheit an sich. Aber das Kaufverhalten ist tatsächlich recht radikal anders. Ja, wir wissen das bei Gen Z. Ja, wir haben 70% der Kaufentscheidungen werden wirklich in der Inspirationsphase getroffen. Ja, und dann wiederum mehr als 70% von dieser Inspiration findet online statt. Ja, so. Was das für uns bedeutet, ist einfach, dass über die ersten Jahre Convenience war einfach das Argument für online. Schnell Ja, liefern, genau. schnell zurückschicken Genau. dürfen. Schnell, Zuverlässigkeit. So, das war einfach natürlich deutlich angenehmer als woanders zu shoppen. Jetzt verschiebt sich das, weil klar, die Erwartungshaltung ist immer noch hoch dahin. Ja, aber jetzt wird halt Inspiration, Entertainment wird deutlich wichtiger. Ja, und das ist eigentlich das, wohinter wir jetzt hinterher sind, dass wir sagen, wir wollen eigentlich die Ersten sein, die ja wirklich Commerce und Inspiration und Entertainment erfolgreich zusammenbringen. Inspiration, Entertainment, du hast es gesagt. Ihr habt deswegen auch Highs Nobiety übernommen, Stories gelauncht. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie da die Zusammenarbeit ist und was ihr da genau macht. Genau, ich meine, das setzt halt genau an dem Punkt an, ja, dass wir sagen, Fashion und Lifestyle ist ja viel mehr als nur das Material oder das Produkt dahinter, ne?
Leute verbringen ja wahnsinnig viel Zeit, sich mit Trends zu beschäftigen, mit irgendwie Leuten zu folgen, ja, oder Hobbys zu verfolgen. Ja, allein gestern, ich glaube, konnte mir einfach jeder erzählen, welches Outfit Kim Kardashian auf der Met Gala anhatte. Ja, deswegen ist ja sehr, sehr viel einfach und auch einfach der Entertainment-Faktor dahinter. Und genau da setzen wir auch mit Heiß und Weit zum Beispiel an, dass wir sagen, wir kreieren Content-Formate, die halt Lifestyle-Themen, ja, die kulturelle Trends aufgreifen und das halt mit unserem Sortiment verbinden. Ja, und deswegen sieht man dann viel mehr über die spannendsten Brands, Produktlaunches, spannendsten Persönlichkeiten dahinter. Ja, und das sind halt die Sachen, die wir bringen wollen. Und wenn ich dann nochmal ein bisschen rauszoome, ja, worum geht es eigentlich? Ne? Darum, es geht ja, dass man von diesem rein Transaktionellen im E-Commerce wegkommt, ja, und darüber hinaus halt viel mehr macht. Ja. Und ich kann es mir allein, selbst wenn ich das bei meiner Teenage-Tochter anschaue, ja, wie sie über Trends in Social Media, wie man agiert, denkt man, dass der Commerce sich auch radikal verändern wird. Ja. Und für mich ein paar Elemente, ich glaube, es wird viel, viel spannender, ja, weil Content-Formate etc., ich glaube, man kann über spannende Persönlichkeiten, über Brands, über all diese Sachen halt wirklich reden und ganz andere Einstiege geben, ja, als, ich sag mal, so ein aktuell noch so ein Kataloggeschäft, wo man halt sich durch Katalogpages browsen, scrollt. Ja. Ich glaube, es kann viel persönlicher werden, ja, weil wir viel dialogbasierter und wirklich mehr basierend auf den Interessen von Leuten arbeiten können. Und ich glaube, es kann auch viel sozialer werden, ne? Weil es ist ja wirklich was, Fashion Lifestyle ist ja was, was man nicht alleine macht, sondern man ist ja ständig in Communities, in Gruppen unterwegs und das halt besser reflektieren. So, und das ist eigentlich, ich könnte es auch eingehen, warum haben wir es dann nicht schon längst gemacht, aber ich warte mal ab, wo die Fragen hinführen. Warum habt ihr das noch nicht schon längst gemacht? Ja, also für mich, ich glaube, der wichtige Punkt ist, wir sehen eine Veränderung im Verhalten, ja, aber jetzt gepaart auch mit einer Phase, wo es wirklich technisch möglich wird. Ja, weil, ich meine, klar, dann kommen halt Buzzwords wie KI etc. rein, ja, was jetzt nicht unbedingt die Antwort auf alles sein wird, ja, aber was hier ganz anders möglich ist, jetzt anders zu skalieren und in einer anderen Geschwindigkeit zu entwickeln. Hm. Ja, und das steht für mich auch gar nicht im Gegensatz zu Emotionen. Ich wollte gerade sagen, also ihr setzt ja KI in sehr, sehr vielen Bereichen schon ein. Wie passt denn dieses technische Thema in diese emotionale Strategie? Ja, ja, wie du sagst, klar, wir setzen es schon überall. Ich meine, in der Content Production, in all so einem Prozess, Logistikthemen etc. Ne, das macht es natürlich viel skalierbarer. Was jetzt aber auch enabled, ich hatte ja gerade gesagt, dass es eher, dass es persönlicher, dialogbasierter wird. Ja, und wie gesagt, von der KI selber kommen ja nicht die Emotionen oder die originären Ideen, ja, aber es enabled halt stark. Ja, und als kleines Beispiel, wir haben auf der Basis von ChatGPT, ja, haben wir ein Fashion Assistant gelauncht und das war wirklich eine Entwicklung. Das war innerhalb von ein paar Wochen, ja, hat unser Team das wirklich entwickelt und einfach live gebracht, um zu testen, wie es funktioniert. Ja, und das in einem Tool, also man kann wirklich dann in seinen eigenen Worten Fragen eingeben. Was war deine erste Frage? Ich habe es gerade eben noch ausgetestet. Vorgestern habe ich die Frage gestellt, welche Outfit für eine OMR-Bühne unser Assistant empfehlen würde. Man merkt, es ist eine Beta-Version, ja, weil OMR war noch kein Begriff. Okay. Aber der Hinweis, dass es eine spannende Veranstaltung zu sein scheint. Mhm. Ja. So, aber dann merkt man ja, wie es dann lernt. Nach 2, 3 Rückfragen, ja, bekommt man dann tatsächlich Outfit-Vorschläge dagegen. Ja. Und dann kann man es wiederum cross-checken. Wir haben dann auch ein Tool, was ein Trendspotter ist, ja, was wirklich in Metropolen ganz unterschiedliche Signale aufnimmt und dann halt Tages auf Tages aktuell wirklich Trendthemen vorgeben kann. So, das hatte ich als Input genommen. Ich muss sagen, ich habe beides ignoriert und sitze trotzdem im schwarzen T-Shirt jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, was wurde denn vorgeschlagen? Also zeige ich den hinter der Bühne dann. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich finde es super, du hast deine Fokusgruppe eigentlich zu Hause mit deinen Kindern. Und ich habe auch eben gehört, dass Lena Gerke ab Herbst auch bei Zalando ist. Gestern hast du Kim getroffen. Hast du sie gefragt, wann es Kims bei Zalando gibt?
Ich weiß nicht, ob ich das auf der Bühne hier kommentieren darf, aber nee, worum es ja geht, ich glaube, das sind ja genau die Themen, dieses, wie geht man eigentlich in die spannendsten Themen, also wie arbeiten wir mit den wirklich spannendsten Brands zusammen, wie können wir halt wirklich die eher emotionalen Themen, die Geschichten dahinter, Persönlichkeiten dahinter, ne? Ich meine, Leute wollen ja nichts von der Maschine oder von dem Algorithmus kaufen, ja, sondern ich glaube halt diese viel persönlichere Schiene, das ist eigentlich auch dahin, wo wir das Ganze führen wollen. Deswegen natürlich ist es super spannend, deswegen, klar, unterhalten wir super gerne mit Lena und auch gerne mit Kim und wenn auch noch uns hier über die Quere kommt, können wir auch gerne weiter drüber reden. Ja. Sehr gut, also Lena steht fest, Kim überlegt noch, sehr, sehr spannend und du wirst wahrscheinlich einige Gesichter heute sehen, die zu dir auch, auch kommen. Ein Begriff, der euch sehr wichtig ist, der auch im Video vorkam, Qualität, also ihr fahrt neben der Content-Schiene auch eine Qualitätsoffensive, sicherlich auch als Gegenpositionierung zu den chinesischen Anbietern Shein, Temu, Shopee, wen es da alles gibt. Warum ist euch das so wichtig? Reicht das in diesem harten Wettbewerb? Und nehmen euch die Kunden das ab? Also honorieren die Kunden den guten Zalando? Ja, also uns ist tatsächlich sehr wichtig und sehen das auch nicht als irgendwie einen kurzfristigen Trend oder so. Ja, das ist wirklich ein Teil der DNA und wirklich Teil unserer Positionierung. Warum wir es wichtig sehen? Gerade deshalb, weil es ist ja wirklich gerade eine Flut an Themen. Ne? Und es wird halt alles bombardiert mit Content und gerade wenn wir dann sagen AI, wird das ja nochmal Ganze verstärken. Ja, also wie viel jetzt noch an Content noch dazukommt, ja? Wie viel Meinungen stattfinden, wie viel teilweise Negativität, alles Mögliche halt online stattfindet, was auf den Social Media abgeht. Gerade da zu sehen, ja, wie kann man eigentlich Leuten eine Orientierung geben, um zu wissen, was ist eigentlich wirklich, was ist authentisch, ja, womit will man sich wirklich identifizieren. Und da sehen wir, was wir machen, sind wir positionieren uns da quasi als Qualitätskompass für Leute. Ja. Und das zieht sich dann, diese Qualität, das muss ich komplett durchziehen. Ja, wirklich vom Sortiment über die ganze Experience bis hin zur Retoure, ja, dass halt Leute merken, dass es, darauf kann man sich halt wirklich, wirklich verlassen. Ja. Und klar, Sortiment, ein Teil davon ist, wir arbeiten halt sehr stark mit den Brands zusammen, ja, also wirklich authentische Brands. Ja. Wir haben halt auch enge Partnerschaften, deswegen können wir halt auch Zugang zu den neuesten Produkten, zu den besten Launches, zu den Talenten dahinter bekommen, ja, was vielleicht andere deshalb auch nicht können. Ja, ein Teil davon ist für uns auch, dass ja, wir auch ganz klar sagen, Fashion, es muss einfach nachhaltiger werden. Ja. Wir haben eigentlich keine Chance, es kann gar nicht so weitergehen, dass man halt so wahnsinnig viel an Ware immer wieder in den Markt reinpumpt und so und am Ende halt irgendwie weggeworfen wird und nur wenig getragen wird. Ja, und das muss sich entweder im Kundenverhalten ja, oder halt stark von der Industrie, von den Brands, ja, oder am Ende halt auch über Politik und Regulatorik kommen. Ja, aber es wird kommen. Mhm. Ja, und das ist für uns dann auch der Ansatz. Ja, Qualität für uns zum Beispiel bedeutet auch, dass wir dann stark arbeiten. Wie kann man es transparenter machen? Ja, wie können wir Kunden halt bessere Wahlmöglichkeiten geben, dass man bewusster entscheidet? Wie arbeiten wir darum mit den Marken dann zusammen, das transparent zu machen? Ja, und da merkt man halt, deswegen wird es angenommen, ja, also insgesamt Qualität, ja, ich glaube von Kunden merkt man, dass es sehr gut angenommen wird, ja, von den Partnern, von unseren Brands, merkt man auch, wir sind halt der Ort, ne, der wirklich Brands erlaubt, sich mit den richtigen Kunden zu verbinden, wir helfen mit, wir bauen quasi die Infrastruktur, wir bauen ne, wirklich das Operating System für Fashion, E-Com, ja, worauf Brands halt voll aufbauen können. Und dann selbst Politik, Regulatorik, ne? Wenn wir sagen, so, wie können wir diese Themen eigentlich vorantreiben, dass wir es wirklich auch zu einem Ort machen, der weiter nach vorne geht. Das heißt, zu den Emotionen kommt auch Education, spielt ja damit ins Spiel. Die Downloadzahlen von Shein und Co. sagen aber was anderes. Also deswegen habe ich nochmal die Frage, honorieren die Kunden, sehen die das? Ist das plakativ genug, was ihr macht, dass ihr ein Qualitätsunternehmen seid? Muss man dann nochmal eine Schippe drauflegen? Wir legen immer gerne drauf. Ja, deswegen, ja, wir werden das ja gerade auch, dieses Qualitätsthema, wie gesagt, es zieht sich halt komplett durch. Wie gesagt, wir sehen schon, dass das stark honoriert wird. Wir merken ja auch gerade in unseren Partnerschaften,
ja, was das dann auch auslöst, gerade wenn man über die spannendsten Geschichten, ich habe ja vorhin geredet über Inspiration, Entertainment, wie man viel stärker in diese Sphären halt kommt. Ja, und ich glaube, das kommen wir halt gerade hin, weil wir da halt stark zusammenarbeiten. Ne? Und wie gesagt, gleichzeitig glaube ich auch, dass ich langfristig, ja, nachhaltig halt Qualität quasi immer durchsetzt. Und ich auch finde, dass wir halt alles andere, halt auch Modelle, die gerade halt eher ein schlechtes Kundenverhalten wirklich eher ermöglichen, muss man halt auch kritisch hinterfragen, ja, von allen Seiten. Ja. Ich finde, Kunden müssen halt transparenter und müssen halt da in die Verantwortung gezogen werden, alle Marken und am Ende, wie gesagt, auch die Politik. Die Zeit wird es zeigen. Ihr seid jetzt 16 Jahre alt, also bald aus dem Teenageralter raus. Ihr wisst jetzt langsam, wohin ihr wollt, oder ich denke mal, so in den nächsten Jahren wird sich zeigen, wohin ihr wollt. Was glaubst du, wenn ihr in den 20s seid, was werdet ihr dann sein? Immer noch ein klassischer Retailer, eher eine Art Entertainment-Broadcasting-Channel oder fast so eine Art Concierge oder Personal Assistant für den Kunden? Wo steuert ihr hin? Also erstmal 16 ist natürlich auch ein cooles Alter, ja, deswegen das ist ja noch genau, ja, man hat halt einfach extrem Lust auf Neues, ja, man will immer noch wahnsinnig viel lernen, immer noch das Allerbeste vor sich, ja, deswegen ist das finde ich, eigentlich genau das richtige Alter. Für uns liegen halt die Chancen, ja, sehr stark, wie gesagt, dieses eine, Qualität, das wirklich durchzuziehen, weil das bildet und gibt uns ja eine extrem gute Basis, ne, auf der wir viel aufbauen können und hat halt ein starkes Fundament. Und dann gleichzeitig genau dieser Move, stärker Inspiration, Entertainment, das jetzt zu beschleunigen, ja, das ist halt für uns dann nochmal diese starke Chance. Ja. Und dann halt gleichzeitig auch, deswegen können wir mehreres zugleich sein, weil für Kunden wollen wir mehr in diese Richtung gehen. Für Partner wollen wir halt auch stärker halt wirklich dieses ganze Ökosystem bauen, ja, was wirklich Fashion E-Com für alle Brands halt wirklich erleichtert. Ja. Und deswegen komme ich ein bisschen zurück zu diesem Zeitpunkt jetzt, ne, weil das macht es halt für uns gerade so spannend. Und vorhin auf der Bühne, ich glaube, Lena hat es ja auch gesagt, irgendwie Richtung Bauchentscheidung und ich fand am Anfang, man hat ja irgendwo dieses, wenn ich zurückdenke in die Anfangsjahre, da hat man so dieses starke Kribbeln, wenn man wirklich denkt, okay, Sachen funktionieren, ja, man ist dann wirklich was Großem dran, ja, und ich finde jetzt gerade hat man das, finde ich, wieder genauso, ja, wo man merkt, okay, es ist gerade so viele Möglichkeiten, die sich wieder aufmachen, und das hört sich fast ein bisschen paradox an, weil Fashion E-Commerce, ja, ist ja gerade, geht ja nicht durch die allereinfachste Zeit durch, ja, aber wenn wir jetzt überlegen, was wir da eigentlich noch bauen können in den nächsten Jahren, ja, und wenn ich mir jetzt anschaue, wie viel Lust da drauf ist, ne, also wenn man merkt von Kundenseite, da ist einfach so ein Hunger danach nach neuen Erfahrungen. Ja, wenn ich auf unser Team schaue, ja, sind jetzt alle gerade extrem motiviert, einfach alle extrem Lust dahinter, wirklich was Neues zu entwickeln und diese Themen voranzubringen. Ja, und deswegen ist das für uns, glaube ich, gerade so ein spannender Zeitpunkt, und wo wir uns einfach extrem freuen jetzt auf die nächsten Jahre. Auf die nächsten 16 auf jeden Fall. David, vielen, vielen Dank für die Einblicke ins Backend von Zalando. Ich glaube, das Frontend kennt jeder hier. Ich denke, 98% haben schon mal bei Zalando bestellt. Kommst du nächstes Jahr wieder? Ja, da reden wir dann gleich. Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, David.